Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin wie immer der Shorty von der Test Area und ich habe wieder eine erstaunliche Mod-Vorstellung für euch vom Arthur. Wieder etwas Neues und zwar bei den Anhängern. Fast ganz hinten war es, wenn ich es gesehen habe. Ja, es geht um die Kögelpritsche vom Arthur verändert. 36.030 € in der Anschaffung, 8,5 Tonnen. Das war's mit den Angaben hier. Aber die kann natürlich andere Dinge. Wer, die ist vom Arthur, ne? Von daher, wir dürfen hier beim Reifenhersteller dürfen wir ein bisschen probieren, was uns da gefällt. Gelle. Trillerbox sieht cool aus. Reifenvarianten. Bei Lizard können wir auch Zwillingsbereifung auswählen. Finde ich nur. Felgenfarben haben wir eine ganze Palette an Auswahl. Nehmen wir was Schickes, Glänzendes, ein Grün. Ja, komm, nehmen wir mal. Kennzeichen ist natürlich auch personalisierbar. So, aber die Eigenschaften, die dieser Trailer mit sich bringt, die sehen wir erst draußen richtig. Im F1-Menü. Ich kaufe den jetzt. Empfohlen wird dazu, eine Zugmaschine zu nehmen, die richtig Power hat. Also wirklich Power. Wir haben ja, das hatte ich schon mal vorgestellt, vom Arthur den MAN TGS bekommen, den 18-1290. Der hatte schon eine separate Mod-Vorstellung mit 1290 PS. Das wäre so eine passende Zugmaschine. So, jetzt gucken wir uns das Ganze draußen an. Die Kögelpritsche ist ja bekannt, auch schon aus dem 19er. Und schaut mal, wie schön das glänzt an den Felgen. Ne? Ach, das ist einfach nur wunderbar. So, zu den Besonderheiten kommen wir, wenn wir die Zugmaschine anhängen. Im F1-Menü. Ich will das mal machen. Mal so eben. So. Zieh den mal um die Ecke. So. F1-Menü. Und zwar geht es hier unten um das Ladegut, was er kann. Wir haben jetzt Paletten eingestellt. Und schaut mal. Er kann 104 € Paletten laden. Er kann 48 Flüssigkeitstanks laden. Er kann Big Bag Paletten laden, 52 Stück. Er kann Big Bags laden, 64 Stück. Er kann Euro Paletten in Übergröße laden, 104 Stück. Er kann Rundballen Baumwolle laden, 8 Stück. Er kann Rundballen laden, 125er, 72 Stück. 150er, 60 Stück. 180er, 54 Stück. Quaderball 180er 104 Stück, 56er 56 Stück von den 220ern, von den 240ern 48 Stück. Und dann sind wir auch wieder bei Europaletten. Abladeseite können wir natürlich mit U links rechts wählen. Markierung mit Steuerung U anzeigen, ne? Hier so da die Abladeseite oder ausblenden, aber ich lasse mal an, denn es gibt noch was zu ergänzen. Und zwar folgendes. Vorrangig ist dieser Auflieger zum Ballen sammeln, aber natürlich haben wir jetzt gesehen, kann er auch Paletten und alles lagern, aber Vorsicht! Das Gewicht, deshalb auch der kräftige LKW. Bis 100 Tonnen Gesamtgewicht ist für den Auflieger kein Problem, aber man braucht eine Zugmaschine, die die 100 Tonnen auch ziehen kann. Deshalb haben wir ja zum Beispiel den MAN von Arthur. Ne? Und die Breite, ihr seht hier, es ragt links und rechts ein bisschen über. Die Gesamtbreite kann kommen auf 3,7 Meter. Das gilt es natürlich auch zu berücksichtigen. Ne? Also denkt dran, 3,7 Meter Breite bis 100 Tonnen Zuladung, kein Problem, aber man braucht dann halt einen entsprechend kräftigen LKW und zum Beispiel der MAN hier von Arthur
Mod-Verstellung davon haben wir schon gemacht. Der kann sowas spielend ziehen. Ja, ihr Lieben, das war's wieder für heute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, fürs Dabeisein. Arthur und ich freuen uns schon wieder auf eure Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das unterstützt meinen Kanal, motiviert mich und kommt damit, man stellt es immer wieder fest, euch allen zugute. Ich war, bin und bleib der Shorty von der Test Area und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen. Und was in der heutigen Zeit natürlich das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.